Dann rufe ich auf Einzelplan 07. Das Wort hat der Kollege Eckert, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was sollte Aufgabe von Wirtschafts- und Verkehrspolitik in Hessen sein? Denn verantwortungsvolle Gestalten der Landespolitik legt heute die Grundlagen für Wachstum, Beschäftigung und Wertschöpfung von morgen. Und genau diesem Anspruch, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss sich Politik stellen. Und so viel sei gesagt, diesem Anspruch unterläuft zumindest der schwarz-grüne Haushaltsentwurf auch in diesem Bereich wieder einmal bei Weitem. Ich möchte auf wesentliche Themen eingehen, auch aufgrund der beschränkten Redezeit, weil eigentlich in der Fülle dieses Haushalts gäbe es ganz, ganz vieles, was, glaube ich, noch einmal deutlich herausgearbeitet werden kann, wo die Unterschiede liegen zwischen dem, wie Sie hier Ihre Politik gestalten oder verwalten wollen und wo es besser und gerechter für Hessen zugehen könnte. Da bin ich natürlich bei dem Thema der Infrastruktur und der Mobilität, meine Damen und Herren. Die Mobilität von Menschen, von Waren und von Daten. Alle drei sind im Umbruch begriffen und verlangen gestaltende Antworten. Alle drei sind der infrastrukturelle Rahmen für künftige wirtschaftliche Entwicklung. Und wenn man eigentlich einmal gedacht hat, dass die schwarzen Straßenbauer zumindest so ihre eigenen Vorstellungen, wie sie Politik bisher gestalten, und auf der anderen Seite grüne Verkehrspolitik sich einander ergänzen, dann ist es Fehlanzeige. Anstatt zweimal Plus gibt es zweimal Minus. Denn in beiden Bereichen kommen Sie den eigenen Ansprüchen bei Weitem nicht hinterher, meine Damen und Herren. In wesentlichen Aufgaben und die eigenen Ansprüche unterlaufen Sie, will ich mit einem Beispiel klarmachen, weil das die Union auch immer vor sich hergetragen hat. Die Frage von Landesstraßenbau und der Frage von 100 Millionen € in den Landesstraßenbau. Es kann doch nicht sein, dass, wenn der Ministerpräsident sich gestern hier hinstellt und sagt, dass das alles so toll ist, was Sie hier tun, das erreichen Sie um Längen nicht. Der Landesstraßenbauetat liegt nicht in den Summen, die Sie eigentlich immer vor sich hergetragen haben, die notwendig wären, um überhaupt ordentlich in Infrastruktur investieren zu können. Und wenn dann nachher der DGB und der VHU zusammen ihre Infrastrukturpolitik in der Luft zerreißen und deutlich machen, wo die großen Defizite in Ihrer Politik von Schwarz-Grün liegen, dann sollte das doch uns allen und insbesondere Ihnen, die in Verantwortung sind, in Koalition und Regierung zu denken geben und Ihre Politik auch wirklich grundlegend überarbeiten, meine Damen und Herren. Und so richtig eigentlich absurd wird es bei dem Thema, wenn der grüne Verkehrsminister das Wort Nachhaltigkeit beim Landesstraßenbau in den Mund nimmt. Wir reden im Landesstraßenbau über Investitionen, die unserer Auffassung nach zu klein sind. Und da man dann immer fragt, was sind denn die objektiven Rahmenbedingungen, dann schauen wir uns doch einmal an, was jedes Jahr an Werteverzehr denn im Lande Hessen da ist. Und wenn ich mir anschaue, dass wir die jahresbezogenen Abschreibungen bei 184 Millionen € angesetzt haben und sehen, was Sie eigentlich investieren, dann ist Ihrem Ansatz, dass Sie sanieren und erhalten, kommen Sie mit Ihrem Kleckerantrag doch in dem Bereich bei Weitem nicht nach, weil das nicht den Anforderungen entspricht, die wir brauchen in gute Infrastruktur, meine Damen und Herren. All das wäre wichtig, notwendig, richtig und auch erst dann nachhaltig, wenn die Investitionen auf das Niveau der Abschreibung hochgezogen werden würden und nicht man so lange mit den Investitionen auf kleinem Niveau abwartet, bis die Abschreibungen wieder sich den Investitionen angenähert haben. Das ist vielleicht Nachhaltigkeit, wie Sie sich vorstellen, aber hat mit guter Infrastrukturpolitik, meine Damen und Herren, sicherlich nichts zu tun. Und wenn es denn dann richtig ist, dass das, was für Infrastrukturmaßnahmen auf den Bundesstraßen, den Bundesautobahnen, die im letzten Bundesverkehrswegeplan im Lande Hessen eigentlich durchgeführt werden sollten, es richtig ist, dass 5% der geplanten Autobahnmaßnahmen und 30% der Maßnahmen auf Bundesfernstraßen nur umgesetzt wurden, dann hat es doch ein Umsetzungsproblem auf hessischer Ebene. Dann hat das doch etwas damit zu tun, wie ich beherzt diese Themen anbiete und angehe und deutlich mache, ich will wirklich das, was der Bund uns in diesen Bereichen auch an Mitteln zur Verfügung stellt, auch wirklich umsetzen, meine Damen und Herren. Und wenn der Ministerpräsident sich gestern hier wieder hinstellt und sagt, wir geben 7 Millionen € mehr für Planungen aus,
dann bezieht er sich auf die Planung eben für die Fremdvergaben für eben solche Bundesprojekte im Haushalt. Aber ich finde, meine Damen und Herren, bei aller Ernsthaftigkeit, ich finde das schon sehr, sehr dreist. Weil auf der einen Seite die Mittel zu erhöhen für externe Vergaben für Planungsleistungen und auf der anderen Seite dem eigenen Abbaupfad des schwarz-grünen Koalitionsvertrages folgend, die eigene Infrastruktur der Verwaltung abzubauen, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage sind, effektiv und zielgerichtet die Mittel, die für Investitionen zur Verfügung stehen, auch umsetzen zu können. Die Frage von immer weniger Mitarbeitern bei Hessenmobil, all das ist doch genau das Gegenteil von dem, wir erhöhen die Planungskapazitäten, damit wir besser abarbeiten können, damit wir die Investitionen dahin bringen, wo sie hin sollen, nämlich raus auf die Straße und nicht nur in ihre Entwürfe in irgendwelchen Zahlenwerken, meine Damen und Herren. Und da bin ich natürlich sehr, sehr froh, wenn wir auf der anderen Seite sagen, 25 Ingenieure mehr, gerade was das Brückenbauwerke angeht und Ähnliches mehr. Aber in zwei Jahren ist das, was schon längst wieder hinfällig, weil ihr, schwarz-grüne Abbaufahrt, das in zwei Jahren wieder weggenommen hat. Also von daher, das ist ein kurzes Aufwallen, dass Sie vielleicht im Ansatz verstanden haben, wo das Problem ist. Aber machen Sie es doch bitte konsequent. Und deswegen lassen Sie diesen Abbaufahrt. Hessenmobil hat in den letzten Jahren so viel geblutet, dass wir es eben nur noch ganz schwer hinbekommen, diese Investitionen umzusetzen. Aber sie wären dringend notwendig für unser Land, um es nach vorne zu bringen, meine Damen und Herren. Und wenn dann dafür der grüne Verkehrsminister engagiert sogenannte grüne Verkehrspolitik umsetzen würde, dann wäre das ja alles wenigstens inhaltlich begründbar. Aber auch da finde ich weit gefehlt. Denn was die Frage von echter Verkehrswende und die Frage von Ausbau bezahlbaren ÖPNVs in Hessen angeht, regiert in dem Bereich anstatt Herzblut, wie ich finde, schwarz-grüne Lustlosigkeit. Ich komme auf die Debatten und die Details, Kollegin, gerne gleich noch einmal im Detail. Und gestern rühmen Sie sich, Herr Minister, dass Sie der gesetzlichen Verpflichtung, die Bundesmittel weiterzureichen an die Verbünde, dass Sie das tun, und da der Bund so viele Mittel gibt, wie wir sie bisher nicht hatten, das ist sozusagen die Kernbotschaft Ihrer Verkehrspolitik in diesen Bereichen, das, finde ich, ist sicherlich alles andere als der große Wurf, meine Damen und Herren. Ich will deutlich machen, es gibt in der Tat Ansätze, wo wir sagen, ja, da bewegen wir uns in Themenbereichen, die in die richtige Richtung gehen. Da bin ich bei Themen wie dem Schülerticket, was wir in der Grundkonzeption richtig finden. Aber bei der finanziellen Ausgestaltung dieses Programms, gerade für die kommunale Ebene, mache ich einmal große Fragezeichen, ob das, was Sie hier vorgesehen haben, eigentlich wirklich ausreicht, um das so hinzubekommen, wie wir uns das eigentlich vorstellen, meine Damen und Herren. Und was überhaupt nichts mit einer wirklichen Verkehrswende zu tun hat, das ist der Werbeetat nur für den Verkehrsminister, damit er Land auf Land ab mit seinem Konterfei das Schülerticket bewirbt und deutlich macht, wir tun etwas für die Menschen in diesem Land. Machen Sie es doch wirklich, und deswegen stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu. Anstatt das Geld in PR zu stecken, stecken Sie es in Zukunftsaufgaben wie die Digitalisierung. Dann wird ordentliche gestaltende Politik draus, meine Damen und Herren. Und wenn der Ministerpräsident gestern von dieselfreiem ÖPNV gesprochen hat, würde ich sagen, ja, ist doch mal schön, dass er das auch mit in den Mund nimmt. Aber dann würde ich mir doch mal gerne die Details anschauen, wie Sie denn das neben den Worten auch wirklich umsetzen und gestalten wollen. Wenn ich mir dann nämlich nachher anschaue, dass wir unserem Anspruch, wir wollen Vorreiter von Verkehrswende, von alternativen Antriebsformen, das ist nicht nur die Elektromobilität, das ist viel mehr, wenn wir diesem Anspruch nachkommen wollen, dann müssen wir an der Spitze sein. Und ob dann die 5 Millionen für Elektrobusse, so hat er sich gestern ausgedrückt, da sind wir ungefähr bei 11 bis 12 Bussen für ganz Hessen. Dann wissen wir, wie sozusagen diese Zeithorizonte ausgestaltet sind, um da wirklich Druck auf die Fahrbahn zu bringen, um wirklich Veränderungen im ÖPNV hinzubekommen. Auch da geben wir Ihnen freundliche Hinweise mit unseren Änderungsanträgen, wie Sie, wenn Sie das ernst meinen, wirklich auch im investiven Bereich da hier wirklich Akzente setzen können, meine Damen und Herren. Bleibt zusammenzufassen, was diesen Bereich angeht, außer den Überschriften, außer entsprechend den großen Worten, wie wir uns das gestalten können, nachher in Zahlen gegossene
Ansätze, wie wir es wirklich voranbringen können. Deswegen, meine Damen und Herren, sehen Sie es ja an unseren Anträgen ja auch durchaus, um deutlich zu machen, es gibt wichtige Themen, die es anzupacken gilt. Da sind wir an Ihrer Seite durchaus, aber ich glaube, da brauchen Sie durchaus noch den ein oder andere Veränderungen nach oben. Zum Flughafen werden wir morgen noch einmal eine lebendige Debatte hier im Hause haben. Denn auch da kann man es so machen. Man kann gute Politik machen, man kann es aber auch so machen wie Sie. Man kann es machen wie Sie und die Ansätze für berufliche Bildung kürzen, statt zu investieren in Zukunft, in die Köpfe für den Nachwuchs des Landes. Man kann es machen wie Sie. Man kann fehlende Industriepolitik vor sich hin dümpeln lassen. Man kann es aber auch wirklich beherzt angehen. Man kann es machen wie Sie, dass man entsprechend den Status quo in vielen Bereichen einfach beibehält und dann ansonsten erzählt, wie es eigentlich besser machen kann. Man es besser machen müsste, da hätte ich auch die Hilfe, die herzliche Bitte, dann machen Sie es doch und nutzen Ihre Gestaltungskompetenzen dabei auch aus, entsprechend nicht nur zu beschreiben, wie Politik zu sein hätte, sondern es auch tatsächlich umzusetzen, meine Damen und Herren. Und als ein Beispiel will ich Ihnen auch für diesen Bereich ein Thema herausziehen. Völlig richtig auf den ersten Blick ist es die gestiegenen Mittel für die Bereiche Kultur- und Kreativwirtschaft. Aber wenn ich dann reinschaue, was Sie da eigentlich machen wollen, dann kann das Ministerium und der Minister noch nicht einmal sagen, wo Sie Ihre Fokussierungen hinlegen wollen, was Sie wirklich vorantreiben wollen, in welchen Teilbranchen unseres Landes Sie da wirklich Wirtschaftsförderung betreiben wollen. Ich finde, wenn man nicht weiß, wohin man will, dann ist das auch etwas schwierig, gestaltende Politik richtig zu fokussieren und umsetzen zu können, meine Damen und Herren. Und deswegen wäre da eigentlich der klare Kompass sicherlich hilfreicher. Ich will abschließend ein wesentliches Thema noch mit ansprechen, das Thema der Digitalisierung. Auch wenn danach die Nebelschwaden des Weihrauchs sicherlich wieder aufsteigen, wie toll wir alle in Hessen doch eigentlich sind, was die Fragen von Breitbandausbau und Ähnliches angehen, empfehle ich Ihnen den Blick in eine Kleine Anfrage von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN im Deutschen Bundestag, wo in der Antwort sehr, sehr dezidiert noch einmal beschrieben wird, dass wir gerade einmal bei den Flächenländern mit 6,8 der Haushalte mit FTTH in Hessen versorgt sind, dass wir mit 72 von 50 Mbit-Anschlüssen deutlich hinter NRW, Niedersachsen und Baden-Württemberg liegen. Und da es sich eigentlich bei 50 Mbit ja nur um einen Zwischenschritt handelt, dafür müssen wir immer noch einmal die klare Vorgabe, nicht nur darüber reden, sondern was fördern wir denn in einer weiteren Strategie Richtung 100 Mbit und darüber. Da liegen wir noch weiter hinten, meine Damen und Herren, eine sehr lesenswerte Anfrage und vor allem die Antworten dazu. Deswegen glaube ich, ist das mit unserem Anspruch als Bundesland in der Mitte dieser Republik, mit dem wir uns messen wollen, mit internationalen Wirtschaftsstandorten, ist das zu wenig, ist das zu überschaubar, um das wirklich hinzubekommen und Stadt und Land nicht auseinander zu dividieren, sondern sie gemeinsam in eine digitale Zukunft auch zu führen. Dafür braucht es Infrastruktur, dafür braucht es aber auch Ansätze eben nicht nur der unternehmensbezogenen Beratungsleistungen, sondern ich fände es mal ganz, ganz wichtig und spannend, die arbeitnehmerbezogene und mitbestimmungsorientierte Beratungsangebote in Hessen mal endlich zu implementieren, damit ich die Menschen, die mit Digitalisierung umgehen müssen, auch fit mache, damit sie Digitalisierung selbst mitgestalten und umsetzen können. Deswegen Digitalisierung gestalten, ja, aber entsprechend dann richtig mit Engagement und Einsatz. Herr Kollege Eckert, deswegen, die Redezeit ist erreicht. Frau Präsidentin, komme ich zum Schluss. Es gibt viele Themen in diesem Haushalt, die Sie ansprechen und anbeschreiben, aber am Ende des Tages der große Wurf bleibt aus. Sie tun nicht genügend für die Infrastruktur. Die Zukunftsaufgaben unseres Landes bleiben liegen. Und dafür habe ich noch viele Themen noch erst nicht angesprochen. Deswegen vielleicht gerne mal wieder zu dem Thema eine Regierungserklärung. Da Sie ja immer eine abgeben, wäre das mal ein spannendes Thema, wie Wirtschaftspolitik in diesem Lande eigentlich auszusehen hätte. Sie haben noch Luft nach oben, damit Sie weiter eher gestalten und nicht nur noch verwalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Als nächster spricht nun Kollege Klose von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Wir sprechen über den Einzelplan 07 und damit über den Bereich Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung. Dieser Bereich ist einer der zentralen Schwerpunkte unserer gemeinsamen Landesregierung. Unsere Wirtschaftspolitik folgt dem Grundsatz, dass Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch sind. Im Gegenteil, gerade gemeinsam sorgen sie für Innovation und für Fortschritt.
Wohlstand im Sinne der sozialen Marktwirtschaft zu wahren und Ressourcen zu schonen, das geht bei uns Hand in Hand. Und genau das meint mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Hessen entwickelt sich wirtschaftlich hervorragend. Wer jetzt zugehört hat bei Herrn Eckert, wird vielleicht gedacht haben, er spricht von einem anderen Land. Aber nein, wir reden vom gleichen Land. Der Arbeitsmarkt ist in ganz Hessen in hervorragender Verfassung. Und diese Landesregierung nimmt gerade deshalb auch besonders diejenigen in den Blick, die davon bisher noch nicht so profitieren können, beispielsweise Langzeitarbeitslose und Geringqualifiziert. Hessen ist traditionell das Land der Automobilindustrie, der pharmazeutischen Chemie, der Finanzdienstleistungen und der Logistik. In Hessen sind gerade in diesen Branchen große und namhafte Unternehmen tätig. Die sind wichtig für unser Land, das wie kein anderes exportorientiert ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die allermeisten Menschen in Hessen in Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten arbeiten. Und deshalb ist für uns die Bedeutung der kleinen und der mittelständischen Unternehmen nicht zu vernachlässigen. Im Gegenteil, gerade für Sie und gerade auch für die, die vielleicht im Entstehen begriffen sind, die Gründer, schaffen wir noch bessere Bedingungen. Und das lässt sich ja auch ablesen. Hessen ist doch nicht zufällig im KfW-Gründungsmonitor 2016 auf den dritten Platz der Bundesländer vorgerückt, sondern es wurden eben genau die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt. Wir haben passgenau neue Förderprodukte der WIBank geschaffen, durch die sichergestellt wird, dass das Potenzial junger Unternehmen und Gründungen eben nicht mangels Kapital in der Anfangsphase auf der Strecke bleibt. Endlich bringt Hessen sein Potenzial als Gründerstandort besser zur Entfaltung. Das ist ein wichtiger Baustein für mehr Kreativität, für mehr Innovation. Die Mikrodarlehen und Innovationskredite, die wir geschaffen haben, sind ganz, ganz wichtige Instrumente dafür, die in der Verantwortung des grünen Wirtschaftsministers ausgebaut wurden. Der Megatrend Digitalisierung und eben der Ausbau der dafür notwendigen Infrastruktur, die bleiben ganz oben auf unserer Agenda. Wir sind da bereits sehr gut, und wir sind in den letzten 3 Jahren durchaus immer besser geworden, gerade was das Schließen des digitalen Grabens zwischen Ballungsräumen und ländlichen Räumen angeht. Auch da ist es doch kein Zufall, dass sich die 3 am besten mit Breitband erschlossenen Landkreise Deutschlands hier in Hessen befinden. Aber gerade bei der Digitalisierung und bei dem Tempo, den sie mit sich bringt, dürfen wir natürlich in diesem Punkt nicht nachlassen. Denn was gestern eine herausragende Übertragungsgeschwindigkeit war, ist heute schon Durchschnitt und morgen veraltet. Der digitale Wandel betrifft aktuell in besonderem Maße den Finanzsektor. Und der hat ja für uns in Frankfurt-Rhein-Main auch eine besonders hohe Bedeutung. Es sind längst nicht mehr nur die klassischen Großbanken, die vermutlich immer weniger. Gerade die Fintechs müssen uns in Zukunft interessieren. Vergangene Woche hat Minister Al-Wazir das Tech-Quartier im Pollux eröffnet. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Rahmensetzung in diesem Bereich. Nicht von ungefähr hat auch die Bundesregierung entschieden, dass Frankfurt der Fintech-Standort ihrer Digital Hub-Initiative wird. Und weil ich jetzt beim Finanzplatz bin, füge ich an dieser Stelle auch hinzu, auch der Hauptsitz der Deutschen Börse ist ein wesentlicher Bestandteil für die weitere Entwicklung des Finanzplatzes Frankfurt. Dass diese fixe Idee, auch nach der Entscheidung Großbritanniens die EU zu verlassen, immer noch nicht vom Tisch ist, ist in meinen Augen absurd. Bei aller positiver Zustandsbeschreibung, meine Damen und Herren, muss uns als Wirtschaftspolitikerinnen und Wirtschaftspolitiker die internationale Entwicklung auch besonders besorgen, denn wir leben ja hier nicht auf einer Insel. Für ein Land wie Hessen, das so stark in das globale Handelsnetz eingebunden ist, ist der erstarkende Nationalismus in Europa und die bevorstehende Isolationspolitik der USA. Diese beiden Faktoren sind ein hohes Risiko, gerade auch für unser Land. Und hier bedarf es aller Wachsamkeit, was das für die künftige Entwicklung auch in Hessen bedeutet. Damit komme ich zum Feld Energie. Nach dem Atomausstieg ist der Kampf gegen den Klimawandel aus meiner Sicht die Aufgabe unserer Generation.
Früher hat sich die Umweltbewegung Global Denken, Lokal Handeln auf die Fahnen geschrieben. In Paris wurde jetzt auch endlich einmal global gehandelt. Das Klimaabkommen wurde unterzeichnet, und es ist eine Verpflichtung im Interesse der uns nachfolgenden Generationen, die wir jetzt in konkretes Handeln vor Ort umsetzen müssen. Das heißt, wir brauchen auch einen starken Klimaschutzplan für Hessen, der dafür sorgt, dass wir unserer Verantwortung und unserer Verpflichtung nachkommen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein zentraler Baustein für mehr Klimaschutz. Denn wir müssen mittelfristig raus aus der Kohle und weg von den fossilen Energieträgern. Mit uns GRÜNEN ist hier in Hessen endlich richtig Schwung in den Ausbau der Erneuerbaren gekommen. Das gilt in besonderem Maße für die mit Abstand effizienteste erneuerbare Energieerzeugungsform. Es ist gut und es ist vorbildlich, dass von den Regionalversammlungen in Nord- und Mittelhessen die entsprechenden Pläne beschlossen worden sind und damit klar ist, wo sich dort die Vorranggebiete befinden. Beide Pläne haben die 2%-Marke überschritten, die wir gemeinsam im Energiegipfel vereinbart haben. Ich möchte mich dafür auch bei allen ehrenamtlich in den Regionalversammlungen Tätigen ausdrücklich für den häufig ja schwierigen Abwägungsprozess bedanken, denn sie machen die Energiewende vor Ort konkret. Meine Damen und Herren, seit wir GRÜNE mitregieren, sind in Hessen 160 neue Windräder errichtet worden. Der aus Wind erzeugte Strom konnte um 74% gesteigert werden. Und ja, wir hätten gerne mehr, und wir hätten es gerne schneller. Aber zur Wahrheit gehört leider auch, dass die Bundesregierung durch ihren Umgang mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz Investoren nicht nur massiv verunsichert, sondern Investitionen sogar aktiv abwürgt. Wer so agiert, der will dem schmutzigen Kohlestrom eine Abnahmegarantie verschaffen, aber der will keine Wende hin zu sauberen erneuerbaren Energien. Und es ist diese Landesregierung gemeinsam mit überschaubar vielen anderen, die für die Energiewende und damit für die Vereinbarung des Hessischen Energiegipfels von 2011 kämpft. Das ist politische Verantwortung. Ich will auch den Verkehrssektor zumindest noch kurz streifen. Mit den Lärmobergrenzen wird endlich die letzte große offene Wunde des Mediationsverfahrens behandelt. Niemals zuvor wurde so viel dafür getan, die Lärmbelastung der Anwohnerinnen und Anwohner dieses für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Bundeslandes wichtigen Flughafens zu senken, wie seit dem Amtsantritt von Tarek Al-Wazir. Wir haben, was den motorisierten Individualverkehr betrifft, viel zu lange darauf gestarrt, die Infrastruktur Viel zu lange haben wir nur auf den motorisierten Individualverkehr gestarrt, was die Mobilität betrifft. Die Infrastruktur für Bus- und Bahnfahrer, Radfahrer und Fußgänger viel zu lange vernachlässigt. Wir haben dieses Ungleichgewicht endlich beseitigt. Wir setzen eine echte, nachhaltige Mobilitätspolitik um, die die unterschiedlichen Verkehrsträger auch aktiv vernetzt. Dazu gehört unser Grundsatzerhalt von Neubau, was die Landesstraßen angeht. Denn der Erhalt des Bürgervermögens muss Vorrang haben vor der Neuerrichtung immer neuer Asphaltpisten, die dann wiederum Pflegebedarf nach sich ziehen. Und das ist selbstverständlich und in der Tat, Herr Eckert, nachhaltige Verkehrspolitik. Und natürlich schaffen wir auch neue Angebote, gerade im ÖPNV. Das ist angesprochen worden. Das landesweite Schülerticket kommt. Gestern wurde es verkündet. Eine Jahresfahrkarte für ganz Hessen, für Schülerinnen und Schüler, die sie für ihren Schulweg, aber eben auch in ihrer Freizeit nutzen können. Das erinnert an die Erfolgsgeschichte des Semestertickets vor 20 Jahren. Es ist ein echter Meilenstein. Und schließlich erhalten unsere erfolgreichen Verkehrsverbünde mit der gestern unterzeichneten Finanzierungsvereinbarung bis 2021 die Rekordsumme von 4 Milliarden €. Und erstmals seit 15 Jahren auch wieder originäre Landesmittel. Ohne leistungsfähigen ÖPNV gibt es auch keine Verbesserung des Verkehrsdrucks auf den Straßen, insbesondere im Ballungsraum. Und nicht ohne Herr Kollege, ich muss an die Redezeit erinnern. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Nicht ohne Grund hat der Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes die Unterzeichnung dieser Vereinbarung gestern ja auch ein verfrühtes Weihnachtsmärchen genannt. Denn diese 4 Milliarden sind 24% mehr als in der letzten Finanzierungsperiode. Und das zeigt, wie wichtig der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs dieser Landesregierung ist.
Sie sehen, wir setzen die richtigen Prioritäten im Interesse der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, im Interesse der hier ansässigen Unternehmen und im Interesse der uns nachfolgenden Generationen. Das ist im besten Sinne Grün aus Verantwortung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Klose. Als Nächstes spricht nun Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die wirtschaftliche Situation im Land mag auf dem Papier gut sein. Darauf ist ja mehrfach hingewiesen worden. Aber ich stelle fest, der Wohlstand kommt eben nicht bei allen an. Weiterhin ist die Ungleichheit in Hessen immens. In Frankfurt steigen die Mieten schneller als die Einkommen. In Nordhessen sind dem Paritätischen zufolge 17 % der Bevölkerung armutsgefährdet. In Offenbach bezieht mehr als jedes dritte Kind Hartz IV. Einer aktuellen Studie zufolge ist die Zahl der Minderjährigen in Hartz IV-Familien in den letzten 5 Jahren um traurige 7,5 % gestiegen. Insgesamt sind über 14 % der hessischen Kinder und Jugendliche betroffen, in einigen Regionen sogar deutlich mehr. In Offenbach, wie gesagt, sind es mehr als 34 %, damit jedes dritte Kind. Die Armen werden mehr, während die Reichen reicher werden. Und ich finde, es ist auch eine Aufgabe von Wirtschaftspolitik, hier entgegenzusteuern, aber das tut Schwarz-Grün leider nicht. Wir teilen die vor einiger Zeit vom DGB-Vorsitzenden Rainer Hofmann geäußerte Kritik voll und ganz, als er gesagt hat, dass die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik der schwarz-grünen Landesregierung erschreckende Leerstellen aufweise. In der Tat müsste sehr viel mehr getan werden, um gute Arbeit zu stärken und unlautere, auf Niedriglöhne und befristete Jobs basierende Geschäftsmodelle unattraktiver zu machen. Um prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse dauerhaft zu bekämpfen, muss der Arbeitsmarkt wieder reguliert werden. Die Position der Beschäftigten muss deutlich gestärkt werden. Und ich würde mir einen Wirtschaftsminister in Hessen wünschen, der sich schützend vor die Beschäftigten, vor die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellt, wenn sie von Massenentlassungen bedroht sind, wenn sie von Niedriglöhnen bedroht sind und der prekären Beschäftigungsverhältnisse den Kampf ansagt. Das würde ich mir eigentlich wünschen von einem hessischen Wirtschaftsminister, meine Damen und Herren. Und gerade weil ja die Unternehmen in Hessen wirtschaftlich gut dastehen, das haben wir ja gehört, finde ich, müssen wir sie auch in die Pflicht nehmen, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen, ausreichend Ausbildungsplätze zu schaffen. Und da haben wir nach wie vor ein Problem. Hier haben wir nach wie vor Ungleichgewichte, und dem kommen gerade die großen Unternehmen in Hessen nicht in ausreichendem Umfang nach, meine Damen und Herren. Wenn wir über die Wirtschaftspolitik in Hessen reden für die nächsten Jahre, dann müssen wir aber auch über CETA und TTIP reden. Denn man darf ja nicht so tun, als würden diese Freihandelsabkommen nicht auch die Wirtschaftspolitik in einem Bundesland wie Hessen massiv verändern können. Denn über CETA und TTIP wurde in intransparenten Gremien mit fragwürdiger Legitimation über fast alles verhandelt, was das Gemeinwesen ausmacht. Finanzmarktregeln, Arbeitnehmerrechte, Umweltstandards, der Verbraucherschutz und vieles mehr. Das heißt also, Unternehmen, Banken und Konzerne sollen mehr Möglichkeiten und Rechte gegeben werden und umgekehrt Regeln abgeschafft werden, die als sogenanntes Handelshemmnis gelten. Wir sind gegen diese Entmachtung der demokratischen Parlamente, und wir sind der Meinung, ein hessischer Wirtschaftsminister sollte es auch sein, meine Damen und Herren. Wer die Absenkung von Standards verhindern will, sowohl beim Thema Umwelt als auch bei der kommunalen Daseinsvorsorge, wer die Demokratie, den Sozialstaat, den Verbraucherschutz erhalten will, ja, der muss TTIP und CETA verhindern, der muss TTIP und CETA ablehnen, meine Damen und Herren. Und ich sage umgekehrt, wer zu einer Demonstration gegen TTIP und CETA aufruft und dann mitdemonstriert, von dem würde ich mir auch wünschen, wenn er sich in Parlament und Regierung entsprechend verhält, weil er sonst sich unglaubwürdig macht. Und deswegen gut, dass so viele Menschen gegen TTIP und CETA demonstriert haben. Ich finde, diese hessische Landesregierung sollte das als Auftrag nehmen, sich TTIP und CETA entgegenzustellen, meine Damen und Herren. Das hat Donald Trump erledigt, das Erste.
Das ist ja interessant. Gut, dass Sie das darauf hinweisen, Herr Minister, weil Sie wissen ja genauso gut wie ich, dass man sich nicht damit zu, dass es keine Beruhigung ist, quasi, dass TTIP jetzt vom Tisch sein könnte, weil in dem Moment, wo CETA durchgesetzt ist, natürlich die meisten US-amerikanischen Konzerne kanadische Niederlassungen haben, das wissen Sie sicher genauso gut, und dadurch natürlich quasi über CETA TTIP durch die Hintertür genauso greifen kann. Also sollte man sich nicht freuen, dass man TTIP verhindert hat, wenn man am Ende CETA, durchwinkt. In der Energiepolitik wurde im letzten Jahr wieder viel geredet, aber leider nicht ganz so viel umgesetzt, auch weil einige lieber auf die Bremse treten würden, statt die notwendige Beschleunigung bei den grünen Energien einzuleiten. Hier im Haus ist das wenig überraschend die FDP, die weiterhin eher Politik für Energiekonzerne und SUV-Fahrer macht und dabei plötzlich dann ihr Herz für Bürgerbeteiligung in Form von Anti-Windrad-Initiativen entdeckt. Aber es ist nicht nur die FDP, das wäre an sich nicht so problematisch, sondern es sind eben auch CDUler, die zwar im Hessischen Landtag die Hand heben für die Energiewende und dann nach Hause in ihre Wahlkreise fahren und dort dann Kampagnen gegen Windkraftanlagen machen. Auch die haben wir. Ja, die würde ich vor allem mal als, würde ich als ziemlich unglaubwürdig und heuchlerisch bezeichnen, wenn man im Landtag etwas anderes macht als zu Hause im Wahlkreis. Aber der Landesentwicklungsplan, der gerade umgesetzt wurde, wurde ja auch von einem FDP-Minister beschlossen, Herr Lenders. Also von daher machen Sie ja auch gerade Opposition gegen das, was Sie selber in der Regierung mal durchgesetzt haben. Also von daher so viel zum Thema Glaubwürdigkeit. Ich würde mir ja wünschen, dass die Parteien ihr Herz für den Wald und das Landschaftsbild mal entdecken würden, wenn es um Autobahnen, Gewerbegebiete oder Landebahnen geht. Da könnten Sie ihr Herz für den Naturschutz, für den Artenschutz und für die Wälder ja auch mal entdecken, meine Damen und Herren. Die Gründe, warum wir die Energiewende brauchen, sind offensichtlich. Die Atomkraft ist ebenso unverantwortlich wie die Kohlekraft. Beide haben unberechenbare Langzeitfolgen. Und ich gehe davon aus, dass unsere Enkel und Urenkel uns nicht irgendwann einmal fragen werden, ob Finanzminister Schäfer die schwarze Null geschafft hat oder nicht, sondern sie werden uns vielleicht fragen, warum Kassel am Meer liegt, wenn es so weitergeht mit der Klimaerwärmung. Herr Minister, Sie haben den Verkehrsverbünden gestern öffentlichkeitswirksam mehr Millionen aus dem Landeshaushalt versprochen. Das ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, aber angesichts der jahrelangen Vernachlässigung natürlich auch ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil die Busse und Bahnen in Hessen auf Verschleiß fahren. Das wissen Sie. Die Leidtragenden sind die Fahrgäste, weil an den einen Orten jenseits der Ballungsgebiete werden sie abgehängt, und die Qualität wird immer schlechter. Und in den Ballungsgebieten sind die Bahnen überfüllt. Die Leidtragenden der Unterfinanzierung sind aber auch die Beschäftigten, die den Unterbietungswettbewerb insbesondere im Busbereich ausbaden müssen. Und deshalb, der DGB Hessen-Thüringen hat ja im Frühjahr ein Papier vorgelegt und aufgezeigt, wie sehr die ausbleibenden Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur die Lebensqualität und die Wirtschaftskreisläufe beeinträchtigt. Die zusehend zerbröselnden Straßenbrücken, verfallene Bahnhöfe sind da nur die auffälligsten Spitzen des Eisbergs. Und gerade das rasant wachsende Rhein-Main-Gebiet bräuchte dringend eine erhebliche Kapazitätserweiterung des ÖPNV, dessen Zustand seit dem Ende der 80er Jahre weitgehend stagniert. Und ich will am Rande noch anmerken, dass die Privatisierung der Autobahnen und der Bundesstraßen in eine Bundesfernstraßengesellschaft, die ja droht, wäre die nächste Bankrotterklärung der Verkehrspolitik. Wir wissen, dass Privatisierung gerade im Straßenbereich es eben nicht billiger macht, sondern immer nur noch teurer. Und deswegen lehnen wir diese Privatisierungsbestrebungen auch ab, meine Damen und Herren. Auf was man sich in der Verkehrspolitik leider verlassen kann, ist, dass die Fahrscheine zuverlässig jedes Jahr teurer werden, und zwar immer deutlich oberhalb der allgemeinen Inflationsrate. Die Fahrpreise müssten dringend flächendeckend sinken. Sie müssten nicht nur neu berechnet werden, wie jetzt im laufenden Pilotprojekt. Und ich finde, wir müssten auch über neue Wege der ÖPNV-Finanzierung nachdenken, um notwendige Preissenkungen herbeizuführen und gleichzeitig aber auch den notwendigen Ausbau des ÖPNV, gerade den Ausbau des Angebots, den stemmen zu können. Und ich glaube, dass langfristig ein Konzept von einem sogenannten Nulltarif ein richtiges Konzept wäre für den ÖPNV. Dann müssen wir darüber reden, welche Rolle können z. B. Unternehmensbeiträge spielen bei der Finanzierung des ÖPNV. Kann man eine sozial gestaffelte Beitragsfinanzierung über ein sehr günstiges Bürgerticket für alle stemmen, ähnlich wie das Semester oder die Jobs
Stopptickets heute. Das wären neue Wege in der ÖPNV-Finanzierung. Aber ohne mehr staatliches Geld wird es eben auch nicht gehen. Und gerade Hessen hat sich da in den letzten Jahren ja sehr zurückgehalten. Meine Damen und Herren, Mobilität ist auch eine Frage von gesellschaftlicher Teilhabe. Und bei der Verkehrspolitik bleiben Menschen außen vor. Und deswegen will ich auch in Bezug auf das Schülerticket anmerken. Ich habe ja zu Beginn meiner Rede davon geredet, dass ein Drittel der Kinder, die in Offenbach leben, Hartz IV beziehen. Ihr neues Schülerticket soll 1 Euro am Tag kosten. Im Hartz-IV-Satz für Kinder sind aber nur 50 Cent vorgesehen. Das würde also quasi rechnerisch bedeuten, dass sich die Schülerinnen und Schüler dieses Ticket nur jeden zweiten Monat leisten könnten. Also von daher will ich noch einmal hinweisen, dass selbst das Schülerticket. Frau Kollegin, die Redezeit ist erreicht. Oh, ups. Na gut, am Ende muss ich es ja nur selber ausbaden beim Einzelplan 15. Von daher. Von daher, selbst dieses relativ günstige Schülerticket, selbst bei diesen niedrigen Hartz-IV-Regelsätzen liegt es noch über dem, was darin vorgesehen ist. Von daher wäre es dringend notwendig, den ÖPNV stärker auszubauen. Stattdessen subventioniert das Land nach wie vor einen Flughafen in Kassel-Calden und erhält ihn weiter am Leben. Mittlerweile sind ja fast 300 Millionen € in dieses Projekt geflossen, und der Ertrag für die Region ist sehr, sehr mager. Und wir sind der Meinung, dass es schon notwendig wäre, möglichst schnell die Reißleine zu ziehen, den Rückbau zum Verkehrslandeplatz einzuleiten, den er vorher war, anstatt immer weiter Geld in diesen Flughafen zu versenken, meine Damen und Herren. Und ich habe jetzt gesehen, dass es Kassel-Calden jetzt einen Fotokalender für 2017 anbietet. Das heißt Flugzeuge am Kassel Airport, also die dort gesichtet wurden. Ich war ein bisschen überrascht, dass sie haben 12 zusammenbekommen, also für jeden Monat ein Flugzeug. Aber ich glaube, in Kassel-Calden war man auch sehr froh, dass das Jahr eben nur 12 Monate hat und nicht 15 oder 20, sonst wäre es ein bisschen schwierig gewesen mit den Bebilderungen des Kalenders. Ja, meine Damen und Herren, kurz ansprechen will ich schon auch noch den Flughafen. Denn auch hier viel Symbolik, wenig konkrete, wenig spürbare Veränderungen. Die Lärmpausen wurden öffentlichkeitswirksam inszeniert, jetzt die Lärmobergrenze. Aber Lärmminderung wird nicht erreicht werden. Und letztlich bleiben diese Maßnahmen alle Placebo, wenn der Ausbau des Frankfurter Flughafens weitergeht. Und das tut er mit Terminal 3. Das heißt, man schafft zusätzliche Kapazitäten. Und wer mehr Flugbewegungen will und wer dafür sorgt, dass es mehr Flugbewegungen geben wird, der wird eben nicht für Lärmminderung sorgen, meine Damen und Herren. Noch im letzten Landtagswahlkampf haben die Grünen gefordert, dass es am Flughafen leiser werden müsse. So wie es ist, kann es nicht bleiben, hat Tarek Al-Wazir damals gesagt. Nun wird aber der Zustand von 2014 zur Zielmarke gemacht. Das heißt, es wird nicht leiser für die Menschen, sondern es kann sogar noch einiges lauter werden. Und deshalb finde ich, dass wir ein Umsteuern in der Flughafenpolitik bräuchten. Ein Flughafen mitten eines Ballungsgebietes kann nicht immer weiter wachsen. Die Fraport wird nicht auf Wachstum verzichten, wenn der Gesetzgeber ihr die Grenzen nicht aufzeigt. Und es geht ja auch nicht nur um Lärm. Es geht auch um die Frage der Schadstoffe. Und es geht auch darum, ob die klimapolitischen Absichtserklärungen des Landes, in welchem Einklang die eigentlich stehen, wenn man auf die immer weiteren Ausweitung des Flugverkehrs setzt. Und deshalb, wir halten nach wie vor den Bau der Nordwestlandebahn für einen schweren Fehler. Und wir bedauern sehr, dass es ein grüner Wirtschafts- und Verkehrsminister nicht geschafft hat, hier umzusteuern, dass die grünen Wahlversprechen leider aller Makulatur waren. Statt einem 8-stündigen Nachtflugverbot gibt es jetzt Lärmpausen, was einfach nichts anderes als ein Placebo und eine Lärmverschiebung ist. Und auch die Lärmobergrenze wird eben nicht für Besserungen sorgen. Und deswegen finden wir es sehr enttäuschend, was die Grünen im Bereich des Flughafens hier gemacht bzw. nicht gemacht haben, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Ein kleines Lob muss auch noch sein. Sie erhöhen erneut die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit. Das haben wir auch immer gefordert. Das halten wir für richtig und gut. Das internationale angestrebte Ziel, die Mittel der Entwicklungszusammenarbeit auf 0,7% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Davon ist man noch weit entfernt in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich richtig, dass die Mittel an der Stelle erhöht werden. Ja, meine Damen und Herren, in dieser Landesregierung versucht sich die CDU teilweise ein bisschen einen grünen Anstrich zu geben. Aber leider folgen schönen Worten selten Taten.
Oft zeigt sich dann eben doch die alte Betonpolitik statt Fortschritt, und Symbolpolitik soll an vielen Stellen echte wirksame Maßnahmen ersetzen, vor allem, wo es Geld kosten könnte. Das ist ärgerlich, insbesondere für die Menschen, die die GRÜNEN als Partei der Energie- und Verkehrswende gewählt haben. Das ist bedauerlich, dass Sie von dem, was Sie ankündigen wollten, Sie wollten Wirtschafts- und Verkehrsminister werden. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass Sie damit auch etwas Vernünftiges vorhaben. Mittlerweile ist mir nicht mehr ganz klar, was die Vorhaben waren, die Sie dort eigentlich umsetzen wollen, weil das Elend weiter zu verwalten, das Schwarz-Gelb in den Jahren davor angerichtet hat, dazu hätten Sie hätte es auch nicht unbedingt diesen Wechsel gebraucht. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin Wissler.